Ja, hallo. Haben Sie es auch gehofft? Heute ist ja der 1. April, ne? Und ich bin aufgewacht und dachte, juhu, es ist alles nur ein Scherz, aber die Seuche ist noch da. Wäre aber auch ein krasser Scherz, ne? Also reichlich übermotiviert, ne? So von wegen des Arbeitsaufwands. Aber man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Ich habe übrigens ein bisschen was zu tun, Entschuldigung, machen Sie schon mal, weil ich mache ja mit meiner Tochter Homeschooling. Und ich habe Mathe abbekommen. Ne? Meine Frau schön Sport und Religion und ich jetzt Mathe. Und hier muss ich jetzt gerade, beim Metzger kostet 1 Kilogramm Schinken 8 €. Herr Kraus lässt sich 250 Gramm und Frau Rieder 100 Gramm Schinken davon abschneiden. Wie weit müssen Herr Kraus und Frau Rieder voneinander entfernt stehen, damit der Abstand zum Metzger 2 Meter beträgt? Ja, weiß ich jetzt. Ich habe es mal gegoogelt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß. Das sind ja die wahren Probleme des Homeschoolings, ne? Also man kann nicht weglaufen, ne? Oder anderen die Schuld geben. Und das Schlimmste ist ja, die Kinder merken auf einmal, wie dumm man selber ist. Das ist ja auch, das kriegen sie ja nie wieder eingeholt. Ja. Klar, was die Schulen da draußen machen, alles wunderbar, ne? Es wird sehr viel Material mit nach Hause gegeben. Lehrer schlafen im Grunde genommen in WhatsApp, um zur Verfügung zu stehen. Aber es ist ja sehr heterogen, sage ich jetzt mal, was da so rausgegeben wird, ne? Das ist so ein bisschen wie bei so einem All-You-Can-Eat-Buffet. Ja? Es schmeckt irgendwie alles ähnlich, ist aber grundverschieden, sieht anders aus. Und manchmal kriegst du Durchfall. So ist im Moment der Lerninhalt, der an die Schüler gegeben wird. Ja. Und da gibt es viele Probleme. Ne? Also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also gerade hier die Motivation der Lehrer, die unterscheidet sich vehement. Ne? Die einen machen richtig in Stochastik, die anderen dann lieber in Spätburgunder. Andere natürlich Riesenproblematik, technische Ausstattung. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern im Pubertätsalter. Mit 3 Kindern, auch schön. Sowas wie Rinderhälften, nur anders. Nee, aber nee, Sie haben jetzt da so 3 Pubertiere und aber eine Internetleitung mit 56K. Da kriegen Sie ja kein Homeschooling mit hin. Ne? Schwierig. Dann natürlich, jede Schule geht anders mit der Seuche um, dementsprechend auch mit den Lerninhalten und die Unsicherheit. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Die große Frage: Prüfung oder Nichtprüfung? Ja, keiner kann sie beantworten. Wie geht es nach Ostern weiter? Geht es dann überhaupt weiter oder bleiben wir alle zu Hause? Also werde ich dann irgendwann Oberstudienrat, Puffpaff? Man weiß es nicht. Oder wir müssen uns endlich einfach einmal eingestehen, es gibt irgendwann einen dummen Jahrgang. Dann kann man sagen, du, 2020, stell den lieber nicht ein. Das ist ein Trottel. Das ist wie bei Weinen, da gibt es ja auch schlechte Jahrgänge. Schade halt für die, die es betrifft. Ja. Aber so ist es ja meistens. Hier wäre mein Aufruf. Bitte, liebe Politiker, macht was. Macht was. Föderales System ist toll, aber wir brauchen doch irgendwelche Hinweise darauf, wie wir mit diesem Schulinhalt umzugehen haben. Ja. Und hier ganz wichtig, kein Wahlkampf mit ungefähr Aussagen, sondern konkrete Aussagen. Ja, dann könnten die Schüler auch beruhigt in die Osterferien gehen. Ja. Aber Zahlen sind ja eh so ein Ding. Ne. Wir sind ja nur noch mit Zahlen unterwegs. Ja, gucken sich die Virologen an. Jeden Tag eine neue Statistik. Sie müssen sich im Grunde genommen fragen, wie bei The Voice, zu welchem Team gehören Sie? Ja, gehören Sie zum Team Drosten, Kekulé, Brinkmann oder wie heißt der? Streeck. Ja, Streeck hat sich jetzt beschwert. Die Statistiken, die stimmen nicht da draußen. Bevor ich jetzt in die Thematik einsteige, einmal ganz kurz gesagt, und das kommt wirklich von Herzen, danke an all die Virologen. Denn ihr seid die Hofnarren, die jetzt gerade neben dem dummen König stehen und wirklich mal für Fakten sorgen. Und das meine ich ernsthaft. Danke dafür. Nur Herr Drosten hat sich beschwert, er wird etwas angefeindet. Ja, herzlich willkommen in meiner Welt. Es ist so, als Person des öffentlichen Lebens bekommst du auf einmal den Hass zu spüren. Bitte schmeißt nicht die Brocken hin. Wir Bürger brauchen euch und eure Zahlen. Das ist das Einzige da draußen, mit dem wir noch arbeiten können. Also, lieber Herr Drosten, machen Sie weiter. Ich bleibe ja auch weiterhin zu Hause. Insofern haben wir ja alle eine Aufgabe. Und lassen Sie sich nicht von so einer dummen Minderheit da draußen aus dem Konzept bringen. Und selbst wenn es teilweise auch mal ein Journalist ist, da soll es auch mal einen Dummen geben. Okay? Jetzt aber noch eine kleine, na, Anmerkung. Wenn ihr mit euren Statistiken arbeitet, könntet ihr das Ganze vielleicht mal etwas empirischer gestalten. Also ich möchte mal so sagen, wenn ihr Menschen mit Husten befragt, ob sie Husten haben, haben sie höchstwahrscheinlich Husten. Das ist dann, sag ich mal, eine Aussage, die bringt uns nicht so wirklich weiter. Ihr müsst da draußen mal richtig forschen.
Das heißt also, die gesamte Verteilung vielleicht mal erfassen und nicht immer nur die einzelnen Fälle. Ich meine, auf einem Feuerwehrfest fragst du ja auch nicht, wer ist denn hier Feuerwehrmann? Ne, wenn du das dann auf Deutschland beziehst, denkst du, jeder Zweite in Deutschland ist Feuerwehrmann. Nein, also nicht nur die Leute aus Ischgl befragen, sondern alle Menschen befragen. Dann bekommen wir vielleicht auch mal wieder ein paar Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Hier also mein Aufruf für heute. Liebe Politiker und daran Angeschlossene, nicht über Mundschutz und Co. ausschließlich diskutieren. Jetzt brauchen wir Zahlen. Arbeitet an den Zahlen. Geht raus. Und wenn wir Bürger für Zahlen sorgen können, dann sagt uns Bescheid. Wir arbeiten doch gerne mit. Außer den Dummen. Aber über die wollen wir jetzt hier sowieso nicht sprechen. Okay? Also, wir gehören alle zusammen und arbeiten im selben Team. Damit möchte ich auch wieder mit einer kleinen Geschichte jetzt hier Sie in den Alltag da draußen entlassen. Und zwar möchte ich von Pippi Langstrumpf etwas vortragen, die so wunderschön mal sagte, 2 mal 3 macht 4, witte, witte, witt und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, witte, witte, wie sie uns gefällt. Und bis dahin verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen, Ihr Sebastian Puffpaff, und schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, noch nicht Schicht. Machen Sie es gut. So, der Metzger hat 1 Kilogramm Schinken. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. Rind oder Pferd. An irgendeinem Tag ist das alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht.